Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 der Schalke Talk von Watz und der Funke Mediengruppe. Ihr merkt an meiner Stimme, es ist eine etwas bedrückte Stimmung. Grund dafür ist, wir wollen heute vor Beginn der Sendung nochmal an Klaus Boxer Teuber erinnern. Ein Mann, der Schalke definitiv im Herzen trug, den du, Bodo, zu dir komme ich gleich noch, sehr gut kanntest, ist viel zu früh von uns gegangen. Wir, das sind Robin Haag, unser Studiogast Bodo Menze und ich, Sinan Schad, wünschen dir, Klaus Teuber, dass du in Frieden ruhen magst. Bodo, dich vorzustellen ist im Grunde nicht nötig. Du bist der Außenminister des FC Schalke 04. Du bist gewissermaßen der Erfinder der Knappenschmiede. Wir sind sehr froh, sehr stolz, dich heute hier in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Sinan. Dankeschön, Robin. Es ehrt mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich drauf. Die Ehre ist ganz unsererseits. Ich habe es gerade schon angesprochen, du kanntest Klaus Teuber gut. Ihr habt zusammen gewirkt, auch auf Schalke. Wie erinnerst du dich an ihn? Ja, Klaus war 6 Jahre lang U23-Trainer und wir waren sehr eng zusammen, klar. Wir haben die Dinge vorbereitet, die Spielzeiten vorbereitet, die Mannschaften zusammengestellt und ich erinnere mich an ihn sehr gerne und muss ehrlich sagen, ich bin geschockt gewesen, als ich gehört habe, dass er von uns gegangen ist, weil ich ihn immer noch präsent vor meinen Augen hatte als Powerpaket, als Kämpfer, als Fighter, als Boxer. Und so habe ich ihn erlebt und bis zum Schluss eigentlich gesehen, wobei ich ihn lange nicht mehr persönlich getroffen habe. Aber wenn man dann so etwas hört, dann fällt man schon ein bisschen aus den Wolken. Gott hab ihn selig, ich habe gerne mit ihm zusammengearbeitet. Weil er ein kleines bisschen so seine Power, seine Kraft auch in die Mannschaft bringen konnte jedes Mal. Und er war ein Siegertyp, er war jemand, der sich die Butter nicht vom Brot nehmen ließ. Und so hat er auch die Mannschaften geführt. Er hat die Mannschaft im Griff gehabt und es hat Spaß gemacht. Ich bin heute ja immer noch auch im Kontakt mit vielen Spielern, die unter ihm gespielt haben und bekomme auch heute noch diese Rückmeldung. Ja, also ich hatte auch kürzlich die große Ehre und die Freude, mit Klaus Teuber und einigen seiner früheren Spieler mal eine Tour durch Gelsenkirchen machen zu dürfen. Und wenn du erlebst, welchen Respekt diese ehemaligen Spieler vor diesem Mann noch haben, dann weißt du, das war ein ganz großer, der Schalke definitiv, auch wenn er nicht Zeit seiner Spielerkarriere auf Schalke war, Schalke im Herzen getragen hat. Bodo, ich habe es gerade schon angesprochen, du bist gewissermaßen der Erfinder der Knappenschmiede, ein Konstrukt, ein Nachwuchskonstrukt, das auf Schalke wegweisend war, eigentlich für die ganze Bundesliga-Landschaft, wo aber zuletzt nicht mehr so die ganz großen Namen rausgekommen sind, die der Profimannschaft geholfen haben. Wie ist dein Blick heute auf die Knappenschmiede? Ja, die Knappenschmiede ist nach wie vor ein starkes Konstrukt, nach wie vor eine stabile Basis für den Club, auf die der Club bauen kann, mit guten Leuten, die die Abteilung führen. Und vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen. Anfang der 90er Jahre, als ich zu Schalke kam, das war unter Zweitliga-Bedingungen. Schalke 04 spielte zweite Liga nach dem Abstieg 88. Ich selbst war 6 Jahre lang Verbandstrainer im Fußballverband Niederrhein in meiner ersten beruflichen Station und habe einen Anruf bekommen, bin in die Gespräche gegangen, bin zurückgekommen in meinen Verein. Ich bin gebürtiger Schalker aus Schalke Nord. Mein Elternhaus steht heute noch auf der Meile,
Darf man auch verraten, wo? Ich meine, das ist schon ein sehr spezieller Ort. Das ist ein sehr spezieller Ort, natürlich darf man das verraten. Das ist das Haus, in dem unten zwei Ladenlokale sind und die werden heute von Anno 1904 und vom Supporters Club benutzt, sind angemietet, sodass also mehr Schalke nicht geht. Mhm. Na, ich bin dort aufgewachsen, ich habe 48 Jahre da gewohnt. Es war mein Stützpunkt auch in Abwesenheitszeiten, Studium und Sporthochschule Köln, Fußballlehrerdiplom und all diese Dinge. Ich habe eine breite Ausbildung genossen als Pädagoge, als Sprachlehrer und als Fußballlehrer und habe im Grunde genommen Zeit meines Lebens von dieser breiten Ausbildungspalette profitiert. Als ich dann 1991 im April zu Schalke kam, war der Aufstieg, der Wiederaufstieg nach dem Abstieg 88 vor der Tür. Und ja, im Mai ist der Aufstieg realisiert worden. Und für mich ging es dann an die Arbeit, eine Crew zusammenzustellen. Es war eine Zeit des Umbruchs. Hm. Weil, so oft auf Schalke. Ja, weil auch in diesem Bereich und in diesem Zusammenhang bis dahin die Arbeit von Ehrenamtlichen 2 Stunden am Tag gemacht wurde. Und ich kam jetzt als erster voll bezahlter Profi in den Job, um anzufangen, die Dinge zu regeln. Na, dann habe ich mir eine Crew zusammengeholt. Der erste, der passte, geeignet war, war Manni Dubski, der 17 Jahre lang B-Jugendtrainer war, U17-Trainer, und der heute noch da ist, als wichtiger Scout für die U23, mit einem unheimlichen Gespür für Spieler. Der nächste ganz große, wichtige Baustein war dann 1996 Norbert Elgert, ne? Eigentrainer. Norbert Elgert, der bis heute ja auch da ist. Gott sei Dank für den Verein, eine super Geschichte. Und so haben wir Lothar Matuschak nicht zu vergessen. Ja, Lothar Matuschak, der legendäre Torwarttrainer, der viele Torhüter und darunter eben auch den besten, unseren Manu, geformt hat. Und so haben wir dann auch im administrativen Bereich, ich habe 7 Jahre lang beides gemacht, sowohl die Administration geleitet als auch den sportlichen Teil geleitet bis 97. Und so ist etwas entstanden und gewachsen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch da muss ich jetzt in dem Moment sagen, leider vor 14 Tagen von uns gegangen, Georg Altenkamp, der legendäre Leiter der Gesamtschule Bergerfeld, ohne den das duale System, also die Kooperation mit der Gesamtschule und mit Schalke 04, Knappenschmiede, nicht gelaufen wäre. Ne? Visionär, mutig, rangegangen und mit uns zusammen den Bereich aufgebaut, dass die Jungs eben auch ihre schulische Ausbildung bekamen. Soziale Verantwortung. Da sind einige, das wissen wir, da sind einige da, hervorgekommen, genau. Mesut, Manu, Benny mehr. Robin, woran liegt es, dass im Moment gefühlt zumindest nicht so die Verstärkung für die Mannschaft von unten herkommt? Und wie ist der Stand, wo steht die Mannschaft denke, überhaupt gerade? Ist ja vielleicht auch so ein generelles Deutschland-Nachwuchsproblem. Das ist ja nicht Schalke exklusiv, dass da jetzt nicht Top-Talente aus dem Boden sprießen. Auf Schalke gibt es ja immerhin mal wieder welche. Ne? Malik Chau, der jetzt in der Nationalmannschaft vielleicht in den letzten Wochen die positive Erscheinung war. Wo kommt er her? Wir wissen es alle. Ne? Er hat auch dieses System durchlaufen. Und es ist ja immerhin einer gewesen in den letzten 3-4 Jahren, der es geschafft hat und so. Anders haben es nicht so viele geschafft, die jetzt auf diesem Niveau spielen. Also darf man nicht ganz vergessen, dass es nicht kein Schalke-exklusives Problem ist, sondern ein deutschlandweites Problem, dass da nicht mehr die ganz riesigen Talente raussprudeln. Vielleicht von meiner Seite aus der Erfahrung heraus, es ist ein bisschen wie zu vergleichen wie mit dem Wein. Du hast gute Jahrgänge, du hast schlechte Jahrgänge. Ja, ja.
Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir auch wieder in eine andere Welle kommen. Okay. Zuversicht ist das Stichwort. Die Liga geht bald los. Also Schalke ist wieder im Training. Erstes Trainingsspiel ist absolviert. Wir haben es angesehen. Ich weiß nicht, hast du es auch gesehen? Habe ich leider nicht verfolgen können. 3-0 gewonnen. Mhm. Und Schalke geht jetzt demnächst ins Trainingslager. Robin, wie ist der Stand? Wo steht die Mannschaft jetzt? Ja klar, erstes Testspiel ist jetzt nie überzubewerten, das wissen wir alle, aber ja, so ein Sieg schon immer gut, ne? Stürmer haben getroffen, was auch gut tut. Und ich finde schon. Ein Neuzugang, ne? Mit Brian Lassen. Brian Lassen, genau. Ich glaube, Brian spricht er sich Brian, tatsächlich. Ja, Verzeihung. Ist Frankophon. Ja, ja. Das weißt du sehr und, genau. Und ja, wenn man sieht, dass anders als vor 2 Jahren oder anders auch letztes Jahr ist der Kern der Mannschaft schon so früh zusammen, also zumindest das Grundgerüst bis auf ein, zwei Positionen, Linksverteidiger soll noch kommen, Innenverteidiger soll noch kommen, aber es ist wirklich viel wert, dass mit Schallenberg, Seguin, die zwei neuen Mittelfeldköpfe, die schon da sind, auch im Sturm ist man jetzt schon gut aufgestellt, auf dem Flügel mit Kusuki, seinem Rückkehrer und klar, Bülter wird wahrscheinlich gehen, Salazar auch, kommen wir gleich. Wie ist denn der Stand bei Bülter? Dann, was weißt du? Genau, also ist die Verhandlungen zwischen Hoffenheim und Schalke laufen. Bülter ist sich mit Hoffenheim soweit einig. Und es geht wirklich nur noch um ein paar hunderttausend Euro. Also da könnte zeitnah auch was kommen. Hoffenheim hat natürlich nicht den Riesenzeitdruck. Klar, Schalke will 4 Millionen haben für Marius Bülter. Ursprünglich mit 5 sind sie die Verhandlungen gegangen, was wir so wissen. Jetzt sollen es halt 4 werden, aber die sollen es auf jeden Fall auch werden. Also Schalke sagt nicht, 3,5 ist okay. Und da wollen wir dann, ja, der Schalke lässt sich da auch diese 100.000 nicht runterschwatzen, sondern die wollen dann hart bleiben und notfalls sagen sie, dann bleibt halt bei uns. Aber ich denke, im Notfall würde sich auch vielleicht ein anderer Interessent finden, ja, der auch Marius Bülter verpflichten wollen würde. Ich drücke ihm persönlich die Daumen, bedauere es aber sehr. Ich bin großer Marius Bülter-Fan, das gebe ich gerne zu. Hinter einer anderen Personalie steht immer noch ein Fragezeichen, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Rodrigo Salazar, wie ist da der genau Stand der Dinge? Bei ihm muss man ja sagen, dadurch, dass er jetzt länger Urlaub hatte und erst jetzt am heutigen Montag wieder ins Training einsteigt, gab es da nicht ganz so viele Wasserstandsmeldungen, weil er halt im Urlaub war. Aber es ist jetzt auch klar, André Hechelmann am Wochenende hat er verraten, dass es jetzt wirklich konkrete Angebote für Salazar gibt. Was man hört, brasilianische Clubs sollen interessant sein. Klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen exotisch und absurd, aber er ist Uruguayer. Sein Papa war Nationalspieler von Uruguay und er trägt auch viel Nationalstolz in sich. Hat letztens sein erstes Länderspiel gemacht und ja, da auch getroffen. Und in der brasilianischen Liga, die für uns ein bisschen weit weg ist, wird auch guter Fußball gespielt. Und da ist er auch im Fokus der uruguayischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, Leidenschaft gibt es da auch, volle Stadien gibt es da auch. Also ich denke schon, dass es da lässt sich auch ganz gut leben als Fußballprofi. Mhm. Also deshalb könnte man die Entscheidung vielleicht dahingehend ein bisschen nachvollziehen. Was sagt die Gerüchteküche? Gibt es denn, du hast ja gerade schon gesagt, ein, zwei Spieler müssen noch geholt werden. Gibt es da schon Namen, die irgendwo kursieren im Schalker Kosmos? Ach ja, mit Namen tue ich mir schwer, auch wenn wir immer so aktuell aufzeichnen. Nicht, dass ich dann jetzt was sage und dann ist das wieder Schwachsinn. Deshalb versuche ich da so wenig wie möglich Namen zu sagen. Aber der Tim Skarka wird natürlich immer wieder genannt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Marius Bülter 1-2 ersetzen sollte, wenn er geht. Wird ja naheliegen. Ja, ansonsten, lass uns überraschen. Bodo, was meinst du? Wo siehst du gerade die Mannschaft mit Blick darauf, dass die Liga bald startet, der Hamburger SV dann wieder wartet? Ja, schwierig im Moment einzuordnen, auch für mich. Aber natürlich hoffen wir alle, dass wir einen guten Start hinlegen. Und dass vor allem einen besseren als vor 2 Jahren. Ja, und dass wir dranbleiben und dass es wieder in die richtige Richtung geht. Ne? Weil ich natürlich mir schlecht vorstellen kann, dass Schalke den Hamburg-Weg gehen soll. Und deswegen, wir haben einen super Trainer, finde ich, mit Thomas Reis. Ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass Thomas bei uns ist, weil er eine überragende Arbeit macht. Und da drücke ich alle Daumen. Ne? Wie eng bist du eigentlich noch dran? Also wenn man, du warst ja auch in der vergangenen Saison immer noch wieder für die Fremdsprachenleute zuständig. Hast du da auch täglich, also das täglich, aber regelmäßig Kontakt auch zu Thomas Reis? Hast du mal die Möglichkeit, mit ihm zu quatschen und dich da auszutauschen? Nein, ich habe Kontakt gehabt bis zu meinem Ausscheiden. Hm. Wir haben jetzt dann gesagt, irgendwann muss man selber, glaube ich, die Entscheidung fällen für sein Leben. Ich bin jetzt weit über 70. Weit? Mehrere Tage. Im Frühjahr bist du 70 geworden. Ne? Ja. Genau. Und da habe ich dann für mich eben auch entschieden, die Dinge in jüngere Hände zu legen. Ich habe aber dem Verein versprochen, dass ich natürlich helfen werde.
wenn jemand anders, ein Student vielleicht, den Fremdsprachenunterricht übernimmt, wenn er notwendig ist, dass ich dann an der Seite bin und zumindest Einweise, Tipps gebe, so wie es sein muss. Ne? Mhm. Und insoweit ist der Draht im Moment nicht mehr so eng. Ich bin nicht mehr so eng dran, bin aber immer noch natürlich dabei und im Herzen eng dabei. Spannend für mich natürlich auch zu sehen, wie die Dinge jetzt eingestielt werden und in welche Richtung nachher dann der Zug fährt. Mhm. Freut es dich denn besonders, dass jetzt mit Keke Top, Assa und Uedraogo auch mal zwei wirklich hungrige junge Talente dabei sind, die vielleicht auch ja, die Nächsten sein könnten, über die wir auch in ein paar Jahren noch sprechen? Natürlich, gar keine Frage, ja, Keke Top. Und Assan, Keke ist ein Mittelstürmer alter Prägung. Man muss den Jungs, und ich glaube Thomas Reis weiß das noch viel besser als ich, einfach dann auch mal das Vertrauen geben über eine gewisse Zeit, dass sie dieses Vertrauen spüren und dass sie damit dann groß werden und wachsen und reinwachsen in die Sache. Und ich traue es ihnen schon zu. Ja. Unbedingt. Wie ist dein Eindruck? Du kennst sie, du beobachtest ja viele Trainingseinheiten. Mhm. Aber dass sie grundsätzlich auf jeden Fall Potenzial haben, ich glaube, das ist unbestritten. Ja, ich glaube, gerade Mittelstürmer, Keke Top, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil ich denke schon, auf der Mittelstürmerposition ist die Erfahrung extrem wichtig. Mhm. Denn da im Zweikampf sich zu behaupten gegen die alten Haudegen, die da hunderte Bundesligaspieler auf dem Tacho haben, die da auch mal versteckt mit Knien und Rücken rammen, da muss man erstmal ein bisschen sich dran gewöhnen. Und dann zählt der Riecher, da kommt mit der Erfahrung einfach. Man sieht ja auch ganz viele Stürmer. Da ist vielleicht dann auch besonders gut, dass Terodde geblieben ist. Klar. Ne? So als jemand, von dem man lernen kann, oder? Unbedingt. Also Simon hat ja auch mit 19 noch keine Torschützenkönig-Rekorde aufgestellt. Der hat ja auch ein bisschen gebraucht. Ja, natürlich. Ja. Was aber für Keke Top spricht, ist seine Körperlichkeit zum einen, zum anderen aber auch, dass wir aus den Auftritten in der U-Nationalmannschaft wissen, dass er auf dem Niveau eben auch seine Tore macht. Ja. Und der Schritt in die Bundesliga, klar, der ist noch weit, aber ich bin voller Hoffnung, dass er den Weg einschlägt. Hoffnung ist noch so ein Stichwort, bevor die Zeit ganz abläuft, Bodo. Du bist Schalkes Außenminister und beim Verein lange tätig gewesen. Darüber haben wir gerade gesprochen, aber du bist darüber hinaus. Schalke ist ja viel mehr als nur Fußball und dieser Verein. Schalke ist ja nicht nur Deutschlands berühmtester Stadtteil, um Oli Kruschinski an dieser Stelle nochmal zu zitieren, sondern ein Ort der Begegnung, ein historischer Ort. Und da bist du sehr aktiv mit der Stiftung Schalker Markt. Ihr macht viele Projekte, aber im Moment ganz besonders, um einen Sehnsuchtsort zu erhalten. Ich weiß, du darfst noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht kannst du doch ein wenig schon mal exklusiv hier erzählen. Ja, also es ist klar, dass ich mich nicht hinsetzen kann und nichts tue. Deswegen bin ich seit 2016, seitdem die Stiftung besteht, an Oliviers Seite. Olivier Kruschinski, die große Maschine, die große Kampfmaschine, die große Lokomotive. Und ich helfe ihm ein wenig von der Seite. Und dieses Projekt in Schalke für die Menschen, für Schalke, für den Stadtteil in Schalke, ne, zur Verbindung zu auf Schalke, wollen wir dieses Sakralgebäude, die Kirche, auf jeden Fall retten mit den wunderschönen Fenstern und wollen daraus etwas machen, Begegnungsstätte für die Menschen im Stadtteil. So viel zu diesem Moment. Gut. Sobald es da mehr zu erzählen gibt, werden wir das euch hier verraten, aber natürlich auch immer auf watz.de, auf watz.de/Gelsenkirchen und auf der Schalke-Seite, die vor allen Dingen von Robin betreut wird. Bodo, es war mir eine große Freude und Ehre, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Was man noch sagen muss, natürlich viel zu kurz, 19 Minuten, ja, in um der Tat, zu sprechen. Aber das tut uns allem Herzen weh, aber ja. Hat super Spaß gemacht. Wir haben ja im Grunde genommen alles da reingekriegt. Ja. Robin, dir noch viel Spaß bei der Vorbereitung mit der Mannschaft. Ja, Freitag geht's los nach Österreich. Ich verabschiede mich in den Urlaub und schaue von dort aus zu.
Macht's gut, Glück auf. Glück auf, alles Gute.